So, nach dem Spiel Essen U23 in SV Uedesheim haben wir mit dem Trainer der Essener Mannschaft, Herr Hellwig, Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, man hat, glaube ich, von Anfang an gesehen, dass beide Mannschaften so ein bisschen von der Taktik lebt heute. Ja. Keiner wollte so richtig was riskieren. Ja. Und ja, letztendlich sind wir, denke ich, nach dem 1-0 einfach zu früh wieder im Unentschieden reingekommen. Ja. Also wir haben eine ganz junge Mannschaft. Wenn es mal nicht so läuft, tut so ein Tor ganz gut. Ja. Was man dann auch letztendlich gemerkt hat, aber der Ausgleich war dann letztendlich auch einfach ja, zu früh für uns, weil wir haben uns schon so ein bisschen ja, mit dem Tor stärker gefühlt, um nachher sicherlich dann auch Uedesheim wird offen, die müssen was mitnehmen, ja, das wussten wir letztendlich, ja, und deswegen war das eine gute Ausgangsposition, die wir hatten, die aber leider ja, Uedesheim, denke ich, heute durch eine starke Mannschaftsleistung dann auch ja, verdient, muss man im Nachhinein auch sagen, dann wird er nicht doch einen Punkt mitgenommen haben. Ja, nun, bei der Tabellensituation kommt Ihnen das 1-1 natürlich dann mehr zu tragen wie den Uedesheimern. Wie sehen Sie es für die Zukunft noch? Kommen Sie noch mal unten rein oder meinen Sie, dass Sie sich langsam freischwimmen können? Also letztendlich bin ich gar nicht so auf die Tabelle fixiert. Ich denke einfach, dass das für uns wichtig ist, die junge Mannschaft weiterzuentwickeln. Man hat einen Sprung nach vorne schon gemacht. Ja. Diesen Weg werden wir weiterführen. Ja. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann werden wir auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja. Und ich denke auch, dass es eigentlich auch noch zu früh ist. Ja. Wenn man heute sieht, wie Uedesheim kompakt gespielt hat, ja, gefährlich im Konter immer war, ja, also da ist noch alles drin. Also ich würde da jetzt nicht ja, jedes Spiel, klar, sagt man, spielt man gegen den Abstieg, ja, aber man sieht ja auch, wenn man das als Team macht, ja, dann hat man auch gute Chancen, da unten rauszukommen. Ja, danke schön für die Einschätzung und alles Gute für Ihre Mannschaft. Euch auch, ne? Bis nächstes Jahr. Danke. Ne?